Herr Mania, vor welche Herausforderung stellt die Bürokratie die Pflege in den Krankenhäusern? Ja, ca. 36% der täglichen Arbeitszeit verbringt die Pflege mit Dokumentation und nicht am Patienten. Und das ist halt ein Grund, wo wir sagen, das ist einfach zu viel Bürokratie, zu viel Dokumentation und zu wenig Möglichkeit, seine Arbeitskraft den Patienten zur Verfügung zu stellen. Was tut Nurse IT, um hier Abhilfe zu schaffen? Wir haben aus der Wust der vielen Formulare, die eine Pflegekraft eigentlich heute bei der Aufnahme und während des Aufenthalts des Patienten dokumentieren muss, haben wir genau zwei Formulare gemacht und der Rest läuft in der Software bei uns vollautomatisch. Bitte beschreiben Sie, wer schon Ihre Lösung anwendet. Unter anderem die Asklepios-Kliniken in Süddeutschland haben wir zwei Kliniken und wir haben mehrere Projekte in anderen Kliniken. Also das ist so eine typische Patientenakte mit den Scores, die heute auf Papier in vielen Kliniken noch für den Patienten durchgeführt wird. Heute muss eine Pflegekraft durchschnittlich 15 bis 20 Papierbögen ausfüllen, die halt dann auch ihre Zeit benötigen. Bis zu 40 Minuten habe ich in einer Masterthese gemessen. Wir haben aus diesen vielen, vielen Papierbögen genau zwei digitale Formulare gemacht, die einmal die Aufnahme abbilden und einmal ein tägliches Assessment und damit pro Patient eine Dokumentationsersparnis von 60 Minuten ergibt. In der täglichen Arbeit, in der täglichen Planung erspart es um die 20 bis 30 Minuten, weil alle Abläufe nach dem Assessment automatisch in der Software ablaufen. Gleichzeitig haben wir mit Partnern auch andere Hardware angeboten, wie zum Beispiel die Kamera mit der integrierten Pflegedokumentation und Wunddokumentation, in der eine Wundbeschreibung und ein Wundverlauf abgebildet werden kann, mit der automatisch die Wunde vermessen wird und die To-Do-Liste des Wundmanagers auch enthalten ist. Auch auf der Kamera gleichzeitig die Möglichkeit, sich die Bilder anzugucken oder halt eben automatisch auch Wunden vermessen zu können. Und diese Daten landen dann wieder in unserer Pflegedokumentation, in der Wundbeschreibung und in dem Wundverlauf.